Und wir haben einen Gegner, HR Gigachad. Gegen den habe ich jetzt auch wirklich schon sehr oft gespielt. In Tourneys und auch so. Aber trotz allem ist mir jetzt kein besonderer Stil bekannt. Vielleicht hat er aber auch abgewechselt. Eigentlich merke ich mir das auch immer nur, wenn jemand jetzt komplett immer gleich spielt. Okay, und hier könnten wir jetzt den Fire Badger Specialist nehmen. Wobei das halt auch sehr gut ist, ja. Der Giant Specialist, vor allem mit den beiden Sachen zusammen. Oder halt der Fire Badger Specialist, aber ja, das überschneidet sich so ein bisschen mit den Tanks. Also ich glaube, ich würde tatsächlich hier den Giant Specialist nehmen und nicht den Fire Badger Specialist. Zumal, ich glaube, ich habe Scorching da noch nicht freigeschalten, weil ich keinen Research Point frei habe. Und Scorching würde ich da gerne spielen. Und aktuell spiele ich ja auch ein bisschen mehr Standard. Das bedeutet, da ist der Giant Specialist sowieso auch ganz okay. Wobei, mit dem kann man halt auch sonst immer ganz gut pushen, ja. Aber ich weiß nicht, wenn der Fire Badger nicht mehr so viel Leben hat. Jetzt hätte ich hier doch gerne Fire Badger dagegen, wenn er halt pusht. So im Standard versus Standard finde ich den Fire Badger nicht so gut wie den Vulcan beispielsweise, ja. Okay, er ist Typhoon Specialist. Das könnte ziemlich gefährlich sein. Ich stelle mich mal hier ein bisschen mittiger, glaube ich, auf. Beziehungsweise ich kann die auch so aufstellen. Das ist da vielleicht gar nicht so schlecht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er hier reinpusht. Dann stelle ich die so davor. Wobei auch den könnte ich ein bisschen zentraler stellen. Dann schwenkt er eventuell damit rüber. Kann man schon mal machen. Und mit dem genauso. So, jetzt brauche ich hier natürlich ein bisschen Zeug. Nehme ich jetzt direkt Fangs oder nehme ich Crawler? Crawler laufen halt auch einfach so in den Gegner rein. Ich glaube, ich nehme einfach Crawler. Das hat immer den Vorteil, dass wenn er jetzt hier einseitig pusht, ja, dass ich zumindest auf der anderen Seite da reinlaufen kann. New Specialist look woke. Okay, wir drücken mal hier. Okay, jetzt sollten die Crawler hier zumindest durchlaufen. Zum Teil, ja. Okay. Oh Gott, ich will den Fire Badger Specialist wieder haben. Weil er wird wahrscheinlich hier mit Typhoons und so weiter reinpushen. Vielleicht spiele ich hier sogar mal Arclights. Die Arclights sind ja aber wieder gegen den gegen Typhoon schlechter, ja. Eine Arclight-Verteidigung ist auch ein bisschen strange mit einem Giant Specialist, ja. Wenn ich hier jetzt den Tower noch rechtzeitig hole, macht der Arclight hier ganz schön viel Schaden gegen. Ja. Hat funktioniert. Noch viele Arclights. Und da ist der Scorpion natürlich eigentlich ganz nett. Man muss aber auch sagen, dass der Phoenix hier eine gute Wahl wäre. Ich glaube aber, dass man hier den Scorpion nimmt. Ich habe aber gar kein Anti-Air. Das ist schon ein Problem. Ich mag den Phoenix hier fast ein bisschen mehr, aber ich glaube, es ist verrückt, den Scorpion in so einer Situation hier nicht zu nehmen. Ich glaube, ich muss ihn hier so hinstellen. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch mehr Fangs. Den werde ich hier nämlich tanken. Dann stellen wir hier mal welche davor. Direkt davor. Und hier noch welche hin. Jetzt die Frage, wie ich hier vorgehe. Ich könnte den Tower hier einmal upgraden, falls er auf der Seite irgendwie was starten will. Wäre eine Möglichkeit. Ich kann auch hier einfach mal eine Rakete stellen. Aber stelle ich eine Rakete oder mache ich mich sowieso hier safe auf der Seite? Ich glaube, ich mache mich mal safe auf der Seite. Weil ich glaube, hier wird ja eh alles abgezogen. Er wird hier wahrscheinlich irgendwas versuchen. Da finde ich das gar nicht so schlecht. Okay, und er hat jetzt hier die Phönixe genommen. Ja, das habe ich so ein bisschen befürchtet. Aber der Scorpion macht hier natürlich einen ganz guten Job, ja. Krieg nur die Phönixe jetzt nicht gekillt, weil die Fangs hier auch wegsterben.
Ich weiß noch nicht so recht, wie ich dagegen vorgehen soll. Möchte ich jetzt auch nicht überreagieren. Und ob ich noch einen Skorpion holen soll, weiß ich auch nicht so recht. Okay, Underground Threat nützt nicht so viel. Gegen mich könnte er das natürlich theoretisch machen. Eine Smoke hinlegen ist eigentlich auch ganz nett. Dagegen könnte er nicht so viel tun, aber das ist auch gut. Könnte halt potenziell leichter schilden. Ich glaube, ich nehme mal eine Smoke und lege die hier so richtig dominant davor. So, und dann brauche ich mal definitiv... Okay, gegen die bräuchte ich potenziell ja auch noch einen Skorpion. Das heißt, eigentlich kann ich hier schon zwei Skorpions spielen. Das wäre schon vertretbar. Stehe ich den anderen vielleicht hier so hin? Den upgraden. Wahrscheinlich sollte ich ein Schild benutzen. Ist nur immer ein bisschen doof, weil er natürlich... Also ich will das primär gegen die Smoke machen, falls er mich smoked. Weil er natürlich mit dem Ball ziemlich gut gegen das Schild ist, ja. Gucken wir mal hier, die laufen rein, die sind auch ätzend. Also hier müsste ich auch noch ein Arclight hinstellen oder sowas in der Art. Was mache ich hier noch? Vielleicht eine War Factory freischalten. Okay, er packt das hier in die Mitte, den Orbital, das ist, denke ich, ganz gut. Und verkauft seine Balls. Aber wie gesagt, die Scorpions sind hier auch ganz okay dagegen. Ich spiele nur nicht gerne Scorpions. Aber ich habe sie hier nun mal auch bekommen. So, der soll hier bitte überleben. Vielleicht hätte ich ihn doch mal leveln müssen. Okay, die Smoky ist aber ganz nett. Und ich habe auch noch viele Fangs übrig. Das Gute hier muss ich mir nicht ganz so doll Gedanken machen. Ich weiß gar nicht, hat der Spring drauf? Nein. Und er hat ja aktuell auch nur diesen einen Phönix. Das heißt, da will ich gar nicht zu viel machen. Wenn er nämlich die anderen Balls noch verkauft, dann kann ich wirklich eine War Factory bauen. So viel Range brauche ich hier nicht. Improved Fortress ist durchaus interessant. Ist schon gut, glaube ich. Das wäre auch potenziell gegen die Phönixjäger gut. Ich habe nur gerade nicht so viel guten Schaffclear. Nehme ich Improved Fortress? Schon gut. Ich glaube, ich nehme das mal mit. So, und wie mache ich jetzt mein Schaffclear? Hat es auch dabei, dass er da separiert. Den packe ich hier hin. Hier könnte ich halt einfach ein fettes Fortress davor stellen. Das wäre schon nicht schlecht. Ich meine, er könnte dann mit Meltern ankommen, aber muss er auch erstmal machen. Kostet 500, ja. Okay. Aber ich denke, dann kommt er hier schwerlich ran. So, die bräuchten eigentlich auch noch Range. Die möchte ich aber uppen. Verkaufe ich hier eine Arti? Will ich auch nicht wirklich. Die nochmal uppen hier, die hinten. Falls ihr hier eine Flanke macht, sind die nämlich, clearen die das ein bisschen schneller. Und die überleben ja hier auch. So, jetzt muss ich mal gucken. Also ich glaube, die Fortress sind hier gegen ganz gut. Aber aktuell hilft mir halt auch noch die Smoke, ja. Ich könnte natürlich auch Scorpions verkaufen, aber die behalte ich hier jetzt in dem Fall auch schon. Die haben halt ihre Level dann bekommen, ja. Und hier vielleicht noch Range drauf auf den Arclights. So, ja, jetzt sind die hier wieder dabei. Vielleicht sind die einfach mein Anti-Air und gut ist. Und hier könnte ich nämlich ja theoretisch auch noch Anti-Air drücken. Wir haben mal gespannt, ob er sowas wie Boote spielt. Eigentlich sollte er... Okay, Super Heavy Armor.
Das ist, Acid ist theoretisch auch interessant, das hier hinzulegen, ja. Ich nehme mal super Heavy Armor und pack das hier drauf. Ja, Boote halt. Aktuell will ich hier halt nicht wirklich was verkaufen, ja. Weil die Artillerie ist auch okay noch gegen die Schilde, muss man sagen. Kann ich ihn hier vielleicht noch ein bisschen nerven? Wenn ich hier noch was hinstelle. Range auf den hätte ich auch noch gern. Hier muss ich aber noch was davor stellen, falls er doch hier irgendwie mit einem Melter oder so kommt, ja. Also normalerweise muss ich das hier noch davor packen. Oder hier auch. Ich mach's mal hier hin, dass ich die noch da hinstelle. Ein bisschen hier, die laufen ja nach vorn. Dann ab ich die sogar mal. So, Melter muss ich freischalten, dass er die nicht baut. Naja, er baut jetzt Boote, okay. Dann muss ich eventuell selbst Melter bauen. Das Problem ist, ich kann hier Anti-Air drauf drücken, aber gegen Level 2 Brote bringt das dann nichts und der levelt jetzt halt direkt, ja. Anti-Air Marksman könnte ich auch dahinter stellen, ist aber auch fast ein bisschen doof. Hoffentlich stirbt hier noch ein bisschen was, ist aber nicht so. Wahrscheinlich hätte ich schon eher irgendwie switchen müssen. Verkaufe ich dann aus den hier raus? Gehe ich nicht wirklich. Nochmal eine super heavy armor. Steelboy Production ist ganz gut zur Ablenkung eigentlich. Das nehme ich mit, auch wenn ich hier viel Geld. Aber ich brauche hier auch Platz. Also ich glaube, die Artillerie kann ich hier verkaufen. Das nützt mir hier noch am wenigsten. Und dann brauchen die nämlich Range. Er könnte mit Wespenproduktion natürlich kommen, ja. Dagegen sind die dann noch ganz okay. Einen Kredit muss ich hier, glaube ich, noch nicht ausgeben. Schalte ich noch irgendwas anderes frei. Ist eigentlich fast egal, was. Und springen könnte auf die andere Seite natürlich auch immer. Kommen immer mehr Boote. Ja, ich brauche irgendwie noch Arclights hinten, ja, die das hier so mit wegräumen. Okay, das hat gut geklappt, aber er war ganz kurz davor, hier den Tower zu bekommen. Und wie gesagt, er kann auch immer hier rüberspringen, das ist das Problem. Oh, die sind hervorragend. Die sind aber auch gut. Oh, die sind auch gut. Die könnte ich theoretisch mit Napalm spielen. Aber drei davon. Oh, damit kann ich theoretisch auch alles ausschalten. Das ist eigentlich hervorragend. Die Artillerie verkaufe ich hier. Noch eine Smoke, die mir hier eigentlich nicht so viel bringt. Ich könnte sie hier so ganz, ganz vorn hinsetzen. Die sind natürlich auch gleichzeitig noch gegen Wespen gut, ja. Das ist der Vorteil. So, die bekommen mal Reichweite, die Arclights.
Den könnte ich auch noch Reichweite geben. Stelle ich hier immer noch davor. Den könnte ich nochmal uppen. Oh, die muss ich uppen. Reichweite. Ich denke, jetzt kann ich sogar noch einen Kredit aufnehmen. Ich denke, noch ein Melter ist nicht schlecht, der von hier von der Seite noch kommt. Hier stelle ich vielleicht eine Rakete, falls er da was macht. Vielleicht steht er ein bisschen zu aggressiv. Ich stelle mal hier hin. Ja, ich meine, Schaffklee ist immer noch ein Problem, so ein bisschen, wobei die Arklets jetzt hier stehen bleiben. Na, das ist gut für nehmen. Denkt mein Melter mir ab. Er kommt zu schnell an den Tower. Na, jetzt ist der Tower hinüber. Und ich halte mich hier mit dem Mist auf. Und der ist hier noch da. Und wer hält sich jetzt hier? Nimmt die Wespen. Eigentlich spielt man da Multimelter einfach, oder? Ich glaube schon. Weil er eh so schnell reinkommt. Da spielt man eigentlich Multimelter mit Zack. Okay, das ist natürlich hervorragend. Da muss ich aber... Oh, jetzt könnte er springen halt, ja. Ich mach's mal so. Hat der hier lang getankt? Eigentlich nicht wirklich, oder? Dann könnte ich den hier von verkaufen. Und dann packe ich das lieber hier auf sowas drauf. Das hier ist natürlich ein Problem. Ich muss Multimelter, eigentlich muss ich noch Sack drücken. Das kostet aber 600. Wir spammen die jetzt hier. Wir spammen die. Oh, und ich sehe gerade, ich muss hier Schilde stellen. Oh, oh. Er hat ja wieder seinen Mist. Der muss hier mit vorgelaufen kommen. Da ist er wahrscheinlich zu spät. Eigentlich muss ich hier noch einen hinstellen. Falls er hier reinkommen möchte. Ich weiß gar nicht, wie aggressiv ich die hier stelle. Vielleicht kann ich auch hier einfach eine Rakete stellen. Ah, ich muss das halt machen. Eine Rakete, dass es da schneller geht. Ich könnte auch den Melter hier direkt hinstellen, ja. Hier außen. In der Hoffnung, dass der das super schnell tötet jetzt und dass die alle da vorne drauf gehen. Aber ich sehe mich hier verlieren, ehrlich gesagt. Na, er kommt hier wieder super schnell an meinen Tower ran. Dem sollte ich einfach mal 4 Upgrades geben. Okay, puh. Könntest du noch entscheiden? Ja, die HD-Verteidigung. Danke, HD, für deine Idee. Ja, ich dachte immer, man sollte nicht unbedingt Multi drücken, gerade wenn ihr hier rankommt, so, oder wenn ihr hier steht. Vielleicht büßt man dann zu viel Reichweite ein, aber letztendlich, es muss ja nur ein Strahl einloggen. Und der versucht ja hier reinzufliegen, und dann ist es eigentlich ganz gut. Die Sache, die für mich natürlich sehr gut war, war hier, dass ich den Farce hier noch bekommen habe, ja, weil ansonsten wären das, glaube ich, hier zu viele Wespen gewesen. Und diese Late Fangs, da habe ich ja nicht viele von, die bringen dann halt auch nicht so viel, ja. Und ich meine, in der nächsten Runde, wie hätte ich weitergemacht? Ich hätte ja, denke ich, auf jeden Fall Sack gedrückt und eventuell hätte ich hier sogar noch Upgrades verteilt, weil wenn der Tower nicht super schnell fällt und ich nicht lange einen Debuff habe, ich glaube, dann hätte das auch schon ausgereicht, ohne dass ich weitere Einheiten überhaupt stelle, ja. Und es war natürlich wichtig, dass die hier schnell verschwinden. Deswegen, ich glaube, die Idee, den von hier hinten nach da zu bringen, das war auf jeden Fall richtig. So, wunderbar. Dann gucken wir mal, wie es sich hier ausgewirkt hat.
16 Punkte und hier haben wir den Tech Point und den können wir noch zusammen vergeben. Und hier übrigens das erste Mal über 2100. Ihr seid dabei, ich kann es zeigen, ich bin ganz stolz. Und jetzt gucken wir mal hier. Wir haben ja jetzt das Upgrade bei dem Fire Badger extra. Und da können wir uns mal gemeinsam entscheiden, was wir dafür rausnehmen. Also hier Scorching Fire. Ja. Und das ist natürlich ein sehr starkes Upgrade. Und was ich eigentlich so gut wie niemals benutze, ist Field Maintenance. Also Range ist, denke ich, immer ganz wichtig. Napalm, ja, da verliert man jetzt viel Leben. Aber manchmal braucht man einfach Feuer auf dem Boden. Ignite ist halt auch sehr nützlich, wenn man es denn dann braucht, mal gegen eine besonders große Einheit. Also das möchte ich für alle Fälle da haben. Aber Field Maintenance finde ich jetzt nicht sonderlich wichtig. Von daher würde ich es erstmal so spontan austauschen. Und ja, oh, das ist jetzt in Default drin. Ich benutze aber hier Standard. Das heißt, da machen wir das natürlich auch gleich. Da kommt das auch mit rein. Und ich denke mal in meinem Push, da kann man das auch gleich noch machen. Das raus und das rein. So, jetzt haben wir alles richtig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.